So, Grüße gehen raus an euch. Und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Planet Coaster. Wir haben zwei exorbitante große Probleme. Okay, wir haben sogar Plus gemacht. Und das sind diese beiden Fahrgeschäfte. Warum auch immer, die so viele Leute anlocken. Aber es bringt einfach nur Nachteile. Denn hier vorne ist kein Aas mehr. Und wir haben immer noch 4600 Party-People hier im Park, ja. Oder Parky-People. Hier ist kein Mensch mehr. Niemand. Deswegen werden diese Attraktionen auch nicht mehr genutzt. Nächster Nachteil. Es spielt sich eigentlich nur alles hier auf diesem Z ab, ja. Hier. Zack, zack, zack. Das Zorro-Z. Da ist das Problem, dass die Leute sich einfach, naja, nicht mehr versorgen können. Die rasten aus, weil sie unzufrieden sind. Und, naja, es geht alles bergab. Es bringt nur Probleme gerade wieder mal. Und ich sehe aktuell wieder mal kein Land in Sicht. Ja, ich meine, es ist wieder nur eine Sache von hoffentlich nur ein paar Monaten. Bis die Leute wieder kapieren, dass es auch noch andere Seiten im Park gibt oder andere Attraktionen im Park und die Leute sich wieder verteilen, alle mal wieder, naja, ausgewogen fressen gehen, trinken gehen, kacken gehen. Aber bis dahin sind wir wieder richtig am Arsch. Hier, das war noch ein güldener Monat. 8400. Gut, dann weiß ich nicht, warum Läden und Servicegebäude gerade so exorbitant durch die Decke schießen. Dafür machen wir hier keinen Plus mehr. Kosten. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Fahrgeschäfte und Tickets einfach mal so ultra wenig. Ich meine, das Wichtigste sind ja diese Sachen hier. Dass wir das hier hochkriegen. Müll. Beschweren sich die Leute wieder über Müll. Gut, liegt natürlich daran, dass hier keine Mülltonnen mehr sind. Der ganze Park verdreckt. Es ist alles. Bist du einmal am Arsch, bist du einmal am Arsch. Du kommst einfach nicht weg davon. So. Los geht's. Jetzt brauche ich Geld, um Mülltonnen aufzustellen. Das habe ich nicht. Deswegen ist der Weg verdreckt. Deswegen sind die Leute unglücklich und rasten aus. Also, ich weiß nicht. Wie gesagt, die Leute müssen sich im Park verteilen. Ich muss irgendwie wieder ins Plus kommen. Dann kann ich hier alles wieder aufstellen. Und dann habe ich weniger Müll im Park. Die Leute sind zufriedener und rasten nicht mehr aus. Ne? Also ihr seht diese Kausalität. Oh, ist das anstrengend. Ich meine, jetzt macht er den Park sauber, alles gut. Jetzt habe ich aber kein Geld, um die Mülltonnen aufzustellen. Deswegen wird hinter ihm gleich wieder mehr Müll sein. Hier, zack, da geht's wieder los. Kann ich jetzt beides öffnen? Ja. Ich muss unbedingt die Mülltonnen erstmal ersetzen. 24% der Mülltonnen sind zerstört worden. Fahrgeschäfte, Tickets, Minus. Ihr wollt mich doch verarschen. Läden, Servicegebäude gehen absolut durch die Decke, aber Fahrgeschäfte gehen überhaupt nicht mehr. Jetzt geht das hier wieder bergab. Oh, ich krieg ein zu viel. Gib mir doch mal bitte ein bisschen Geld, damit ich alles reparieren kann. Ja.
Also die Sprünge sind auch absolut krass. Jetzt gehen die ganzen Fahrgeschäfte kaputt. Ich will doch nur ein bisschen Geld haben, damit ich alles reparieren kann. Nächstes Darlehen. So. Ich muss das alles reparieren. Oh, ich habe gerade einen Kredit von 1000 aufgenommen und bin wieder im Minus? Wollt ihr mich verarschen? Alter, das gibt's doch nicht. Oh, ich raste aus, wirklich. So. Stopp. Jetzt habe ich alles repariert. Jetzt brauche ich einen, der hier den Park aufräumt. Am besten sogar zwei. Sterling Hannon. Mitkommen. Ich versuche jetzt hier mal ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Müll aufräumen. Nolan Olalala. Ogle? Nolan Ogle? Mitkommen, aufräumen. So. Ich denke mal, das wird nicht der einzige Ort sein. Hier hinten wird bestimmt auch... Oh Gott, Alter, hier ist überall Müll. Guillermo Ülü Ülü. Okay, der ruht sich gerade aus. Der hat Glück. Dann stellen wir noch einen neuen ein. Er hat seinen Glühstrumpf. Du darfst hier ein bisschen aufräumen. Wo war denn hier der Müll? Da. Hallo? Oh, jetzt habe ich zwei gesetzt. Na, ist egal. So. Ihr räumt auf. Dann geht die Zufriedenheit hoch. Dann wird nämlich weniger ausgerastet. Und wir kommen hoffentlich langsam wieder nach oben. So. Oh Gott, Alter, wir haben minus 500. Ich werde nie wieder so eine Attraktion bauen. Ja, viele Gäste haben Durst. Interessiert mich überhaupt gar nicht gerade. So, Finanzen. Okay, zwei Kredite nehmen wir. Bezahlen wir gerade nebenbei. So, meine Damen und Herren, ich glaube, es geht jetzt gleich bergauf. Wir reparieren nebenbei. Wie gesagt, die Zufriedenheit müsste jetzt hoffentlich wieder nach oben gehen. Immer reparieren, immer reparieren. Ganz besonders die Mülleimer. Nicht wieder Minus. Reparieren, sauber machen. Wichtigste Prämisse jetzt. Hier reparieren. Alter. Wieder umgeschossen. Ich habe sogar direkt hingeguckt. So. Zufriedenheit minus 1%. Okay. Ich glaube 50% sind das, ne? Genau. Bei 50% sind wir hier bei 0 quasi. So, jetzt müsste es gleich auf 50% hoffentlich hochgehen. Jawohl, okay. So, jetzt sollten die Leute fast nicht mehr ausrasten. So, dann zahlen wir erstmal Kredite zurück. Jetzt, wenn wir gerade schon mal im Plus sind. So, dann ersetzen, ersetzen. Müll sieht hier erstmal wieder gut aus. Apropos Müll. So, ganz kurz die beiden Hausmeister hier verbessern. Nicht, dass sie abhauen. Übrigens, das ist jetzt das nächste, was ich definitiv in Angriff nehmen werde. Haben wir immer noch freier? Frei beweglich, okay, dreier. Vierer. Wir werden jetzt sämtliches Personal verbessern. Auf die nächsten Stufen. So, Mülleimer, zack, zack, zack. Was sagt die Zufriedenheit? Plus 4%, wunderbar. Gut, manche rasten immer noch aus, aber okay. So, jetzt dürften nämlich auch wieder neue Menschen kommen. Was wollte ich jetzt gucken?
Ach so, Zufriedenheit. So, 60%. Nice. Das geht alles wieder hoch. Ja. Mehrere da, haben keine Verkäufer. Marketing lasse ich jetzt mal. Genau, hier wollte ich gucken. Finanzen. So, okay, Gewinn. Jetzt schon wieder 4.000 plus gemacht. Hier, 12.400. Dafür machen Lehn- und Servicegebäude jetzt gar keinen Plus mehr. Also diese utopischen Sprünge, ich verstehe es absolut überhaupt gar nicht, aber egal. Hauptsache, wir haben Plus gemacht. So, 4.000 plus, wunderbar. Zufriedenheit, 64%. Hunger, Durst, geht alles wieder hoch. Energie, Toilette, bla bla bla. Scheißegal. So, ich hoffe, ich bin jetzt über diesen Berg wieder drüber weg. Dass die Leute immer noch ausrasten. Okay. So. Okay, so, Finanzen. Ja, Läden-Service-Gebäude. Die werden demnächst wieder Plus machen, keine Angst. Sollte sich auch die Besucheranzahl wieder erhöhen. Das geht wieder nach oben. Das ist auch eine Kurve. Hier. Da haben wir das erste oben gesetzt. Zack, richtig in den Keller. Dann ging es mal hoch. Da haben wir das hier gesetzt. Zack, ging es wieder bergab. Geht es wieder hoch. Die Leute rasten übrigens immer noch aus. So, ja, ich weiß. Mehrere Fahrgeschäfte. Unsere Techniker sind auch jetzt dauerhaft im Einsatz, oder? Ruht sich aus. Unterwegs, inspiziert. Ruht sich aus. Behebt technisch, inspiziert. Hebt technisch, inspiziert. Ach du heilige Scheiße, Alter. Wir müssen eigentlich nochmal zwei einstellen. Zumal die Arbeitslast. Arbeitslast niedrig, okay. Na gut, von der Arbeitslast können sie sich nicht beschweren. Verkäufer weiß ich nicht, ob die. Ja, manche haben ein bisschen. So, erstmal hier alle erhöhen auf 3. Die Techniker, ja, die werden wir auch auf 3 hier erhöhen. So. Dürfte der wieder zufriedener sein. Security. Die müssen wir auch erhöhen. Jetzt gehe ich wieder ins Minus. You cannot be serious. Okay, Lehn und Servicegebäude machen einfach mal richtig Minus gerade. So, hier liegt schon wieder Müll rum. Gar nicht so viel. Ich krieg ein zu viel. So, mitkommen. Aufräumen. Sollten wir da vielleicht auch nochmal Mülltonnen hinsetzen? Ne, Läden und Service auf jeden Fall nicht. Mülltonnen. Okay. Warum habe ich die eigentlich außerhalb gesetzt? Ach so, ja, ist vielleicht ganz okay. Damit der Weg nicht zugebaut ist. Passt schon. Alter Mann, kaum habe ich das Ding aufgebaut, ist das wieder im Arsch. Und immer diese eine Mülltonne hier vorne, ist ja Wahnsinn. Der kannst ja zugucken. Hier, zack. Na, wer haut so um? Wer ist der Nächste? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Ah, geht gerade noch. Ah, okay, irgendwo anders sind wieder Sachen zerstört worden. Alter, hier 768 mutwillige Zerstörungen haben wir schon gehabt. In 10 Jahren. Ach, diese Leute, wenn sie einmal unzufrieden sind, dass sie einfach ausrasten und das Eigentum fremder Menschen wieder zerstören. Naja. So, aber ich denke, jetzt haben wir mal so halbwegs wieder einen Grund drin, ne? Ja, 4.600, das geht alles wieder hoch.
Geld geht hoffentlich auch wieder ein bisschen hoch. Gut, okay, wir werden mal wieder in Forschung investieren. Wir brauchen mal ein paar neue Attraktionis. Wobei, haben wir eigentlich noch irgendwelche Sachen nicht gebaut? Ich glaube, wir haben alles, ne? Ne, haben wir überhaupt nicht, stimmt. Wir hatten ja letztens, also letztens wahrscheinlich schon ein paar Folgen her, haben wir ja erst neue Attraktionen erforscht. Genau, hier die Armbrust haben wir. Das war noch neu. Hier, Susu ist neu. Das haben wir auch noch nicht gesetzt. Okay, dann setzen wir mal Susu. Gott, mir graut es davor, das hier hinzusetzen, aber wir machen es mal. Wenn wir irgendwann Geld haben. Den Rest müssten wir haben, ne? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 Attractionis. Oder Fahrgeschäfte. Ja, okay, da zählen auch die Achterbahnen dazu. Das ist natürlich ärgerlich. Okay, Flight of the Dragon macht gerade gar keinen Gewinn. Oder kaum noch Gewinn. Ja, vielleicht sollten wir mal eine Runde die Attraktion durchgehen. Okay, am Geld liegt es nicht. Aber wie gesagt, das liegt natürlich auch daran, dass jetzt erstmal die ganzen Leute wieder im Park verteilt sind. Oder verteilt werden müssen. Da geht es dann natürlich auch nicht so schnell voran. Oh, das ist ja niedlich. Pass mal auf. Damit wir mal wieder die Attraktionsgrenze ein bisschen weiter nach vorne schieben, setzen wir das Ding mal hier hin. Geht das? Ach, wir haben kein Geld. Und es ist blockiert. Jetzt, da wird es hingehen. Dann setzen wir hier vorne mal Susu hin. Ja gut, wir müssen erstmal kurz ein bisschen warten, bis wir wieder Knete haben. Dann kommt hier mal Susu hin, dann kommen vielleicht hier mal wieder ein paar neue Menschen. Oder werden vielleicht ein paar neue Menschen wieder angezogen. Ja, gefühlt ist das auch eine ganz, ganz mickrige Attraktion. Also was den, was die Besucheranzahl betrifft. Okay, dann setzen wir es mal hier hin. Blockiert? 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 Hä? Warum ist das blockiert? Durch wen oder was ist es blockiert? Blockiert? Ah, da geht's. Alles klar. So. Eingang nach hinten, Ausgang gleich nach hier vorne. Und dann nochmal eine neue Attraktion. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass der... dass da so viele gleichzeitig drauf können. Ach, man, schon wieder eins zu viel. So, 6 Dollar tippe ich. Oh, 11 Dollar! Uha! Warum denn so viel? So, werden hier Menschen angezogen? Oh, wir haben auf jeden Fall schon wieder kein... Achso, ja, wir haben es auch gerade gebaut. Alles gut. So, dann setzen wir hier nochmal Bänke und so weiter. Hier würde ich auch mal neue Sachen bauen. Wir können aber ins Gummibärland ab hier gehen. Wenn wir Geld haben. Okay, wir schleppen uns schon wieder von A nach B, was das Geld betrifft. So, dann gehen wir hier ins Gummibärland. Hallo? Alter, was ist das für eine riesen Mülltonne? Ja, und hier will ich jetzt auch darauf gehen, die Mülltonnen außerhalb vom Weg zu setzen. Zwar, ich sag mal, hier immer so ein bisschen dazwischen. Die sehen so ein bisschen aus wie Reifenstapel aus der Formel 1, aber egal. So. Und gibt es jetzt hier auch Laternen? Und zwar in diesem Quietschemuster. Kerzenfackel? Ah, kann man machen.
Ich hätte gerne Lollistange. Ne? Kennt ihr hier diese Lollistangen? Diese, naja, mit so einem Haken. Und da eine Lampe drunter. Das wäre genau das, was ich jetzt gerne hätte. Aber es gibt's nicht. Schade. Vielleicht muss ich das auch erst erforschen. Obwohl ich alle Themenfelder quasi erforscht habe. Also da ist quasi nichts übrig. Puh, okay. Scheint ganz gut anzukommen. Auch für 10 Dollar. So, viele Leute passen hier drauf. Müssen wir mal kurz kontrollieren. Eieiei, ist auch genau die richtige Attraktion für mich. Da würde ich mich auch schon wieder übergeben ohne Ende. So, wie viele passen drauf? Sechs Leute. Fünf Leute. Ganz ehrlich, das kann doch nie im Leben Plus machen. Ah, weil es nur 200 kostet. Ah ja, 658 im letzten Monat gemacht. Okay. Kleinvieh macht auch Mist, ne? Ich meine gut, ne, von der Größe her, wenn man das mal hier so vergleicht. Logisch, dass das wahrscheinlich nicht ganz so billig hier ist im Unterhalt. Ja, 620. 78, da geht ja kaum noch einer drauf. Ach ja, wir müssen unbedingt hier die alten Attraktionen mal wieder ein bisschen pushen. Ja, wie gesagt, hier geht kaum noch einer drauf. Problem ist natürlich auch, dass der Großteil der Gäste ja hier hinten jetzt unterwegs ist. Da ist schon wieder überall alles zerstört. Alter, ich krieg ein zu viel mit euch. Es ist wieder alles im Arsch hier hinten. Jetzt wird die Zufriedenheit wieder runtergehen, oder? Alter, ich dreh am Rad. Ich dreh am Rad. Warum rastet ihr denn hier hinten immer alle aus? Das gibt's doch nicht. Alter, du kommst da überhaupt gar nicht hinterher. Hier. Guillermo von Heckenhoff. So, hier, komm. Muss ich wieder Geld machen, dass ich hier die Kacke reparieren kann. Damit die Leute ihren Müll nicht auf die Straße schmeißen, sondern in die Mülltonnen. Alter, jetzt geht das wieder von vorne los. Ich krieg einen zu viel. Das kann doch aber nicht normal sein. Dass du hier nichts mehr gebacken bekommst. So. Jetzt rasten die Leute wieder aus, weil sie unzufrieden sind. Weil die alle wieder hier hinten nur sind. Ist ja wirklich anstrengend gerade. Jetzt schaukelst du dich wieder von A nach B. Weil wenn hier eine Sache kaputt geht, dann geht gleich die ganze Bewertung wieder runter. Na, zack. 10 Punkte. Ist hier Szeneriebewertung, glaube ich, ne? Ja. So, jetzt müsste die Zufriedenheit hoffentlich wieder hochgehen. Ich muss das verteilen. Es geht nicht anders. Alter Schwede. Also jetzt ist es echt ziemlich derb hart quasi. Geht euch doch mal das hier an. Geht doch bitte wieder woanders hin. Warum geht ihr denn nicht nach hier vorne? Hier ist doch so ein schöner Park. Hier zum Beispiel bla bla bla. Okay. Wollen sie nicht. Sollen sie nicht. Können sie nicht. Dürfen sie nicht. Kann sein, dass wir wieder Minus machen. Okay, 52 Dollar. Auf jeden Fall machen wir nicht viel Plus, wenn wir es mal sportlich nehmen wollen.
Das bringt ja einfach nichts, weil wenn du es aufbaust, wird es direkt wieder zerstört. So, Zufriedenheit. 52. Hunger, Durst. Alter, vor allem hier diese 40 Nachrichten. Auch unfassbar, wie schnell das wieder hochgeht. Ja, meine Damen und Herren, das wird uns noch eine Weile beschäftigen hier, glaube ich. Das ganze Prozedere. Eigentlich habe ich gedacht, wir sind aus dem Gröbsten wieder raus, aber jetzt geht die ganze Schande wieder von vorne los. Ja, einige Läden sind sehr überlaufen, andere haben kein Personal. Also irgendwie, boah, Taschendiebstahlrate ist sehr hoch, was auch die Zufriedenheit beeinflusst. Also, ich weiß nicht. Warteschlange ist voll, Warteschlange voll, der Park ist das letzte. Naja. Also Zufriedenheit geht langsam wieder bergauf. Wenn man sich mal hier die Dings anguckt. Wo ist denn das hier, die Zufriedenheit? Alter, schöne Tennisschlacht hier hin und her und hin und her. Jetzt geht es wieder alles runter. Jetzt waren wir wieder bei 3000 irgendwas. Jetzt sind wir wieder bei 2008. Unfassbar. Geht wieder alles runter. Oh Mann, ey. Naja, ne, wie gesagt, das wird uns noch eine Weile beschäftigen hier. Ich sage erstmal für heute vielen herzlichen Dank. Ah, vielleicht müssen wir hier mal ein bisschen was optimieren wieder. Vor allen Dingen hier die ganzen Attraktionen hier vorne. Weil hier ist ja kein Aas mehr. Hier, kein Mensch geht auf diese Attraktion gerade. Ah, müssen wir mal gucken, ob wir es irgendwie hinkriegen. Das aber in der nächsten Folge erst. Ich sage erstmal vielen herzlichen Dank. Haut rein, ciao. Auf Wiedersehen und tschüss.